Gewitterbolzen. Gut. Oh, eine Identifizierungsschriftrolle. Was brauchst du? Und noch mehr Geld. Oh, ein giftiges Schnelligkeitsöl, yay. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Keine große Herausforderung. So, mehr was Gilde ist nicht mehr. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! Nach auf, Ipoldi. So, dann sagen wir mal Renner Bescheid. Wir gehen einfach mal oben in die Gilde rein, da geht das auch schneller. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Nun gut. Berichte über eure Taten haben mich bereits erreicht. Gut gemacht. Ihr habt euch eure Belohnung wohl verdient. Ich denke, ihr werdet die Belohnung als angemessen empfinden. 10.500 Goldmünzen. Oh, warum die 500? Das ist ein hübsches Sümpchen. Ich denke jedoch, dass ihr euch mehr verdient habt. Daher lege ich aus meiner persönlichen Waffenkammer noch ein Schwert drauf. Oh, wie freundlich. Achtet sorgsam darauf. Ihr habt mir gut gedient und ich bin euch dankbar. Gebt mit meinem Segen. Ich habe mich gefragt, ob ihr mir etwas über diesen Magierinekus sagen könntet oder über die verhüllten Magier, die Imoin gefangen halten. Ha. Mit euch ist immer zu rechnen. Hat euch Galen nicht bereits gesagt, dass die Schattendiebe bereit wären, euch für eine angemessene Bezahlung zu helfen? Ich kann euch bezüglich dieser Abmachung nichts Zusätzliches versprechen. Ich kann nur bestätigen, dass wir in der Tat fähig sind, herauszufinden, wo sowohl Irenikus als auch eure Freundin Imoin steckt. Es wird äußerst schwierig, den verhüllten Magier eine derartige Information zu entreißen, daher auch die hohen Kosten. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Tragt das Geld für Galen zusammen, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Kurzschwert der Heimtücke. Minus 3, Kurzschwert einhändig. Kurzschwert der hinterhältigen Angriffs, die Klinge des Schadens. Die Klinge des Schandens wurde als perfektes Mordwerkzeug geschaffen. Sie wird von einem jeden begehrt, die Meinungsverschiedenheiten mit dem Schwert beilegen und ihr Besitz ist oft nicht von langer Dauer. Ja, Yoshimo hat halt diese Waffe hier. Der Träger ist gegen Personenfestheiten immun, kann einmal Hass zaubern. Ist zwar nur ein ETW ein ETW 2, also ein plus 2er Schwert. Aber hat auch halt 2 mehr Schaden. Das Ding ist ein ETW-3, hat aber keinen zusätzlichen Schaden. Lohnt sich vielleicht trotzdem, es zu behalten. Ja. Yahira ist jetzt als Kämpferin aufgestiegen. Gut, gut. Dafuk. Wir haben die ganze Zeit gegen einfache Gegner gekämpft, deswegen war das so einfach. Ah. Ja, Entschuldigung. Ich bin bereit. Zusätzlicher Trefferpunkt ETW und das war's auch schon. Das heißt, wir stellen das wieder hoch. Zum Glück haben wir nicht gegen so viele Gegner gekämpft. Was möchtet ihr? Nur gegen die paar Söldner da. Die auch auf einfach recht stark waren. Erzählt mir mehr davon. Und gegen die ganzen Schattendiebe. Ja, gut. Ihr müsst eure Gruppe. Das mit dem Leveln hier ist halt ein bisschen blöd, weil ich will die vollen Lebenspunkte, sonst funzt das einfach nicht so gut.
So. Melva ist tot. Ganz wie in der Bootsgasse ist heute ein großer Sieg für die Integrität in den Reihen der Schattendiebe, hm? Ja, ich habe mich mit Yahira in der Hafnerfeste wieder getroffen. Sie war sehr froh, mich zu sehen und hat mir erklärt, dass die Hafner hier gar nicht keine echte Hafner mehr waren. Sie ist sich noch nicht über alle Aspekte der Ereignisse im Klaren, aber anhand der Tatsache, dass ich im ersten Stockwerk keine geisterhaften Hafenspieler befanden, weiß Yahira, dass die Hafner hier nur eine Splittergruppe waren, die sich in ihre Rachegelüste verrannt hatte. Dass ich sie töten musste, um Yahira aus ihren Händen zu befreien, bereitet mir daher auch kein Kopfzerbrechen. Mhm. Gut. Es ist immer noch die Frage, wie weitermachen. Ja, das Sassalis-Ding müsste ich noch abschließen. Ja, Dallas, die Pflichten eines Klerikers. Natürlich Galen Bales Honorar. Im Friedhofviertel waren wir auch noch nicht. Und in Handelstreff waren wir übrigens auch noch nicht. Hier ist ein Ausgang, also würde ich den gerne mal benutzen. Ja, also von hier aus Waugens Promenade, dann die Slums und dann Regierungsviertel, dann Tempel. So, Abenteuer allerlei. Weil vielleicht haben wir jetzt eine neue Aufgabe im Tempel mal. Ich weiß zum Beispiel noch nicht, wen ich für das Korgan-Quest oder das Valiga-Cortada-Quest zurücklassen sollte. Was immer ihr wünscht. So. Ribald, ich habe wieder sehr viel Zeug. Nur nicht das hier, sondern das Zeug hier. Ja, und ich muss echt mal... Seht's mir nach, aber ich will herausfinden für die ganzen Sachen, wo ich die Einzelteile herkriege, damit ich das nicht verpasse aus Versehen. So, was ist hier drin? Schutzformel? Ja, das Tagebuch. Hm. Gut, das hier ist alles zum Verkaufen. Ein Dolch und ein Bastardschwert. Kurzschwert, Fluch der Schwäche, zahlt er mir sogar 90 Goldmünzen für. Ein Ankeckplattenpanzer. Schleuder, alles. Weg, beschlagener Reverwams, das kann auch alles weg. Ja, wir scheinen jetzt gerade viel Geld zu haben, aber wenn wir mal intensiver shoppen gehen sollten, vor allem später in den höheren Akten, wie auch immer, dann kann das Geld sehr schnell wieder weg sein. Gnadenretter, den haben wir verkauft. Drachenbann, das war die Hellebarde, die wir verkauft haben. Streiterharfe, der Lindwurmschwanz, Feuerschutzhobel. Den Plattenpanzer haben wir, glaube ich, auch verkauft, weil er nichts Besonderes hat. Verfluchtes Berserkerschwert, das Dunkelkettenhemd hatten wir auch verkauft, sowie den Bogen. Großer Schild plus 2, naja, wir tragen das Bollwerksschild. Reflektierender Schild, Hillebarde, ja, das ist alles Zeug, was wir verkauft haben. Hier fängt erst sein Zeug an. Dolch, Stab der Monster, Beirufung und der Furcht. Edelsteine. Der Winterwolfspelz, Stabschleuder, Schleuder. Ich glaube, da ist immer noch Zeug dabei, was wir verkauft haben. Das hier sind jetzt seine Sachen. Halsketten. Normaler Schild,
Schurkenhaufen an. Das ist Zeug, eine Schurkenrobe. Rüstungswaffe gegen Klingenwaffen, gegen Todesmagie. Abwehr, Ring, Flammenschwert. Flammenschwert, Ring der Luftbeherrschung. Auch nicht so wirklich nützlich. Ganze Schutzformeln, jede Menge Tränke hat er. Schutzamulett, Energiering, Schutzring. Der Energiering zum Beispiel ist recht nützlich. Das ist auch alles nicht so toll. Egers Haut. Ist auch nicht so toll. Die Rüstung der tiefschwarzen Nacht. Ja, da haben wir eine bessere mittlerweile. Lederpanzer und so weiter. Schienenpanzer. Kugeln zum Beispiel könnten wir kaufen. Oder Pfeile. Wenn wir irgendwann mal Platz haben. Starker Arm. Ja, Bogen. Bogen hat eigentlich einen relativ guten. Also Yoshimo. Gurtschwerter und so weiter. Ninjato. Da, Rünsstab. Plus 4. Könnten wir mal gucken, was für einen Stab Eri gerade eigentlich hat. Stabspeer hat sie, plus 2. Ach, der ist eigentlich ganz gut. Ach ja, wir sollten mehr Zeug verkaufen. Man kann in ganz Verrühn am besten im Abenteuermarkt einkaufen. Dort findet man die größte Auswahl. Gut, Keldon haben wir leer. Die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Ja, beim Kurzschwert der Heimtücke bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Spitzbubenstein, die sind verdammt viel wert. Ja, und so verkaufe ich irgendwie schneller. Als wenn ich ständig scrolle. So, die Stäbe, die wollen wir natürlich nicht verkaufen. Das identifizieren auch nicht gerade. Nur das ganze Geschmeide hier. Und dann gucken wir mal, was können wir hier verkaufen. Spiegelbild, Böses entdecken. Geringere Zauberabwehren, Orakel kann weg. Auflösung ist ein Sichtweite des Zaubern. Eigentlich ist das ein ziemlich guter Spruch. Grüner Energiestrahl. Aus seinen Fingerspitzen trifft er ein Wesen. Das Wesen muss einen Rettungswurf gegen Zauber bestehen oder es zerfällt zu Staub. Dies geschieht augenblicklich und die Auswirkungen des Zaubers können nicht aufgehoben werden. Es besteht auch eine sehr hohe Chance, dass ein Teil oder gar die ganze Ausrüstung des Wesens ebenfalls aufgelöst wird. Ja, das ist immer so das Problem. Ganz ehrlich, ich verkaufe den Blitzstrahl. Ich werde ihn nicht benutzen. Ich finde das viel zu riskant eigentlich. Feuerball, Magieband, das ist alles viel mehr wert. So. Gut. Die Sachen können dann weggepackt werden. Der Brief des Gerbers übrigens auch. Ja, den Rest behalten wir. Sie ist voll bis oben hin. Mit Tränken. Gut. Wenn ihr es wollt. So, das heißt, wir gehen wieder zu unserem Speziallager hier oben. Wenn es das ist, was ihr wollt, ja. Euer Wunsch ist mein. Liefer das Zeug ab. So, wie verlassen wir die Promenade am besten? Am besten hier oben drüber.
Oh, wir könnten mal kurz mit Quail reden und ihn mal fragen, ob er wusste, dass seine Freundin eine Ebenenwandererin ist. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Keine große Herausforderung. Was braucht ihr? Ja, ihr habt euch mit Reyes getroffen, oder? Gut, ich hoffe, ihr konntet jetzt mir ein wenig helfen. Es würde mein Herz gut tun, zu wissen, dass sie in Sicherheit ist. Okay, er hat nicht viel zu sagen. Ihr müsst eure... Das heißt, wir können wieder gehen. Und